Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ha, tatsächlich, ein paar Küken haben es hierher geschafft. Eins zumindest, eben war hier noch ein zweites. Oder ist es jetzt schon durch die Mauer geglitscht? Kann sein. Aber tatsächlich gibt es ein paar Küken hier auf dem Hof jetzt. Und ich habe noch reichlich Eier, um noch weitere zu schaffen. Naja. Was wollte ich machen? Ich muss Schwarzeichenstufen herstellen. Da da. Lalalala. Ich glaube, die reichen erstmal. Nee, warte, Quatsch. Für meinen späteren Plan, ich kann alles aus zu Stufen machen. Und das reicht schon nicht mehr. Ja, gut. Dann her damit. Und abermals bauen wir ein Aufsatzhaus. Also ein Fachwerkaufsatzhaus. Weil sich die Grundkonstruktion so ergibt. Also, mit anderen Worten, ich kann gar nicht anders. Es muss so sein. Genau, da noch ein. Und jetzt wird es schon schwierig, da muss ich auf die andere Seite. Dafür habe ich auch das hier mitgebracht, dass hier endlich mal ein Tor reinkommt. So. Tor wieder zu. Und dann muss ich hier mal rüberklettern. So. Oh nein. Aua. Obwohl, ist eigentlich okay. Auf dem Zaun kann man ja langlaufen. So, wie habe ich das da drüben gemacht? Auf diese hier, ne? Da. Und da. 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 Nein, so nicht. Kann man so machen, ist dann nur schlecht. Genau, das machen wir so, pass mal auf. Ich habe mir überlegt, wie man das dann schön verbindet, damit das auch passend aussieht. Weil einfach nur da denn die nächste Steinreihe drunter ist ja doof, aber wir können es ja so machen. Manchmal habe ich sogar gute Ideen. Ja, ja, ich weiß, das passiert seltener, aber... Die ist gut. Könnt ihr nichts sagen. Ja gut, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber... Trotzdem, ist so. Gute Idee. Fertig. Hör auf zu widersprechen. Becks Sohn des Astrax. Na Mensch, du, da bin ich aber wirklich mal gespannt, was wir dann da drüben hinbekommen. Aber wenn ich meine Erinnerungen und meine Sinne nicht trügen, wird es was sehr Angenehmes für mich. Und es wird auch viel Geld in die Hexenwachter Kasse, in die Steuerkasse spülen. Und teilweise werde ich mich da, wie es meiner Natur entspricht, wahrscheinlich sogar in Naturalien auszahlen lassen. Okidoki, könnte man jetzt sagen. Reichlich eichlich. Na, Junge. Sir Dane, was machst du denn jetzt wieder hier? Ah, ich weiß auch nicht. 1, 2, 3, 4. Und ich glaube, ich hatte einen fünften, ne? Wollen wir mal ganz kurz runter gucken. 1, 2, 3, 4 und der fünfte war der quer. Ja, ja, alles klar.
1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich von dem hier ausgehend machen, sonst passt das doch gar nicht. So. Dann geht es hier so rüber wieder. Das wird ein ziemlich teures Haus, was die Holzkosten angeht. Aber das ist okay, weil, muss man ja mal sagen, das wird ja auch sehr viel Geld einbringen. Diese Pferdezucht, wenn dann die Hexenwachter, Kaltblüter hier gezüchtet werden. Das werden primär Schlachtrösser werden. Und für ein gutes Schlachtross kann man auch schon mal einen guten Silberling oder vielmehr noch ein Gold hingeben. Und das waren sie, meine Eichen. Schade. Ja, Leute, tut mir leid. Dann müssen wir jetzt doch nochmal eine Runde Holzfällern gehen. Und dann gehe ich mal dafür hoch. Ne, ich kann ja schon mal Türen einbauen. Und dann gehe ich aber tatsächlich hoch in die Burg, in die Baumschule. Weil ich brauche viele Schwarzeiche. So, machen wir mal ein paar Türen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komm, machen wir alle. 10. Wir werden sie brauchen, tun. Ja, das ist doch alles schon okay. Die Innenwände, die werden natürlich aus anderem Material. Da nehme ich vielleicht sogar wirklich Lehm oder so. Das wäre ja auch eine passende Ressource, weil es den ja hier im Sumpf durchaus gibt. Gut, jetzt erstmal Platz schaffen. Alles Geraffel hier rein. Einfach völlig ungeordnet. Hier ist vielleicht auch noch ein bisschen Platz. Ja, gerade mal für ein paar Eier. Nicht schlimm. Bett kann ich ja mitnehmen. Und Eier kann ich ja hier noch so ein bisschen verteilen. So. Und dann versuche ich nochmal ganz kurz mein Glück hier mit ein bisschen Sumpffische angeln. Ja. Sie beißen wieder wie die Hölle. Da kommt wirklich einer. Ja, komm, tief genug müsste es hier sein. Eigentlich. Ja, das Blöde ist, im Sumpf fängst du immer nur diese Modderlieschen. Das ist mal Zeitschinden in einer Folge, oder? Wenn ich jetzt nicht sagen würde, könntet ihr meinen, das Bild wäre eingefroren. Na gut, ja. Die Pose wackelt ja so ein bisschen im Wasser. Oh, da kommt einer. Und? Jawohl. Das ist nicht ergiebig genug. Vielleicht hier? Was ist denn da hinten? Ach, ein Schwein. Ja, Schwein ist gut. Ja. Doch. Ich würde schon sagen, beißt hier denn gar nichts? Ein Kugelfisch. Da frage ich mich auch mal, wie Meeresfische hier ins Binnenland kommen. Aber gut, das ist halt so.
Die brauchen wir ja für Unterwasser-Atemtränke. Und da werde ich mal ein paar brauen, weil das nächste Abenteuer, was ich mir vorgenommen habe, das soll dann so ein bisschen eine Unterwasser-Taucherkundung werden. Und zwar in einem Gebiet, wo wir schon mal waren, was wir aber noch nicht in Ruhe erkundet haben. Ja, gut, noch ein Kugelfisch dafür. Schnell mal hinlegen. Warte mal, wo ich den Weltenfresser gerade hier habe. Damit gehen ja auch solche Unter... So eine Unterwasserarbeiten schneller, wollte ich sagen. Schon mal oh, hier sind, können wir ein bisschen Sand noch mitnehmen. So, ruckzuck ist der Weltenfresser wahrscheinlich wieder hinüber, wenn ich ihn so oft einsetze jetzt hier für sowas. Oh. Fängst du einmal mit sowas an, ne? Aber auch Ressourcen farmen. Ist ja ein Teil von von unserem Minecraft-Leben hier. No, wie lecker ist es. So. Oh, jetzt mein Boot. Ist ein wenig hierher getrieben. Komm her. Ist hier noch irgendwo Lehm? Da ganz hinten. Wie viel kriegen wir denn jetzt zusammen? Immerhin ein bisschen. Dann mache ich doch mal schnell hier 3 Öfen oder so. Die können wir dann nachher im Haus verbauen. So. Kohle müsste in einer dieser Kisten auch sein. Genug. Genug. Hab dafür. Ja, komm her, du auch. Das heben wir nochmal auf. Hier, komm. Mache lecker Essen. Ich brauche mehr Kisten. Mano. Und die haben auch den ganzen... Die haben die ganze Erde von ihren Ausgrabungsarbeiten hier, haben die bei mir abgeladen. Danke, Herr Tunneltreiber Grubo. Unglaublich. Ist ja lustig hier. Guck mal, die Daltonbäume. 1, 2, 3 und noch kleiner. Die Daltonbäume. Bei mir wachsen sie. Wer hätte das gedacht? So, auf in die Schule. Wenigstens einmal im Leben. Geht Zordern zur Schule. Und wenn es nur die Baumschule ist.
Schwarzeiche, her damit. Ich hoffe mal, die gibt dann nachher auch genug Setzlinge wieder her. Irgendwo noch ein Strunken? Nein. Wenigstens haben wir hier in unserer Welt eine sehr gut gedüngte Lüft, dass so eine Ressource wie Holz auch immer ruckzuck nachwächst. Stell ich mal vor, man müsste dann in-game immer gerade bei Eichen 80, 100 Jahre warten, bis man da wieder was mit anfangen kann oder noch viel länger. Das könnte das Minecraft-Spielerlebnis doch ein bisschen arg in die Länge ziehen. So, oh, hier ist noch einer. Wunderbar. Los, kommt noch einer runter jetzt direkt? Da oben ist einer, oder? Krieg ich. Können wir hier den ersten schön hinsetzen. So, Sitz. Sehr chillige Musik heute. Finde ich gut. Habe ich euch eigentlich jemals den Gang durch die Mauer hier innen gezeigt? Der ist noch längst nicht vollendet, weil eigentlich soll das alles mit Kies mal sein, aber... Ja, das macht dann, braucht man verständlicherweise sehr viel Kies. Aber so kann man in der Mauer einmal herumlaufen. Das ist jetzt nicht spektakulär oder so, sondern es ist halt einfach so. Die Mauer ist halt hohl. Und hier kann man ja immer hoch und runter die Beobachtungstürme. Und auf dem hier war ich schon lange nicht mehr. Jetzt gehen wir den mal lang, weil dann kommen wir auch leichter zu den Schwarzeichen rüber. Die sich, naja, hier schon befinden. Da ist noch eine. Pass mal auf, denn... Versuchen wir mal... Ja, hat geklappt, hier rüber zu springen. Hm, jetzt müssen wir da nur irgendwie... Nee. Weiterkommen. Huch. Egal. Von dem Zeug brauche ich doch gar nichts. Tada! So. Und normale Eiche brauche ich ja auch. Dann nehmen wir die hier auch gleich mit. Vielleicht sollte ich wirklich irgendwann mal Handelsbeziehungen zum Schwarzheider Land ausbauen und mich da wirklich zum Herzog aufschwingen. Allein schon wegen dem Schwarzeichenholzhandel. Das ist ja eine Goldgrube da, ne? Denn das ist ja nun hier in unseren Gefilden doch recht selten und kompliziert und anstrengend zu züchten. Gerade wenn man das so wie in Hunsgrab da noch mit dem Ascheboden macht und so. Das Problem ist, wenn man dann einmal den Baum da gefällt hat, dann ist die Asche weg. Also das hat er dann komplett aufgezogen. Der düngt dadurch zwar gut, aber... Das hält dann nicht lange. So, Eiche können wir wirklich irgendwann mal aufforsten. Das ist nicht so wild. Schwarzeiche dann schon, wenn dann lieber jetzt gleich. Aber erstmal müssen wir das für alle wegfällen hier. Alle weg. Ja, ich denke mal, ne, also jetzt zwei Folgen bauen wir auf jeden Fall auf dem Hof noch weiter. Dann ist ja wieder eine neue Aufnahme. Und dann, denke ich mal, gehe ich wieder wieder erstmal zurück und mache die Läden weiter in der Stadt. Auf die warten ja sicherlich auch einige schon händeringend. Aber man muss es so ein bisschen
Bisschen abwechseln immer. So, was haben wir denn jetzt hier alles Schönes für entsetzliche Setzlinge? Wir haben 5 Schwarzeichen nur bisher. Das ist halt befürchtet. Und die Fichtis hier wollen gar nicht. Schade. Ah, sehr gut. Die Schwarzeiche hat abgeworfen, was sie auch gegeben hat. Und mehr sogar. Hier weiß ich jetzt momentan gar nicht, wo ich die hingepflanzt hatte. Wieso? Ist okay. Geh ich halt hier ins Bett. So, kleinen Moment machen wir die Folge noch, weil ich will ja hier noch wieder zurück runter. Schwarzeichen wieder 4. Die standen hier. Ja. Check. Normales Eichenholz habe ich jetzt noch nicht mal ein Stack. Aber ein Appel. Ne, da muss hier noch ein bisschen normale Eiche mitkommen. Wie gesagt, das forste ich dann irgendwann später mal auf. In Ruhe. Aber wie ich ja einer, der macht sowas lieber immer gleich, aber wir wollen ja bauen und nicht gärtnern. Gärtnerfolge ist, glaube ich, auch nicht unbedingt in den Top 10 der beliebtesten Folgen. Das sind wirklich so schöne Arbeiten, die kann man mal machen, wenn man mal Lust hat, auf den Server zu gehen, aber keine... Also Lust hat, in die Welt aufzuwachen, aber nicht unbedingt Lust hat, aufzunehmen oder keine Zeit hat oder nicht nebenher aufnehmen kann oder so, weil Besuch da ist oder so, keine Ahnung. Nein, ich spiele natürlich nicht Minecraft, wenn Besuch da ist. So meine ich das nicht, aber... Halt irgendein Grund, dass man eben nicht mit laut Computer spielen kann oder so, aber ein bisschen möchte. Also im Prinzip doch, wenn Besuch da ist. Auf den man keine Lust hat. Ich versuche das mal jetzt hier mit der Fichti. Müsste doch klappen. So, wir haben ordentlich Schwarzeiche jetzt. Damit müssten wir doch zumindest... Na, weil ihr habt es schon erraten, natürlich... das Dach soll dann aus dem Schwarzeichenholz werden. Und das sind doch jetzt reichlich Blöcke. Andererseits, wir kennen ja unser Problem mit... mit der Schwarzeiche an sich. So, hier ist alles weg und ich habe nur 3 Schwarzeichendinger. Ah, verdammt. Na gut. Ist jetzt ein Platzhalter, dass wir uns merken, was hier draus mal werden muss. Schnell zurück ins Arbeitscamp. Mit der Axt, warte mal. Das ist, ob die noch so lange genug halten wird. Warum gehe ich denn jetzt hier? Hier komme ich doch überhaupt nicht. Aber können wir mal kurz gucken. Hier ist natürlich sehr dunkel drin, aber bisher entsteht hier nichts. Das Innere des Shettles. Das Innere des Gefängnisses. Das Gefängnis ist jedoch zurzeit noch leer, weil alle sich an unsere Gesetze hier halten in Hexenwacht. So, und mit dem Blick auf dieses wunderschöne heilige Schwein verabschiede ich mich für heute und wir machen morgen weiter. Tschüss!